Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Der Kölner Dom ist gestern für seine Bewegtbildillumination Dona Nobis Pacem in der Kategorie Lichtkunst mit dem Deutschen Lichtdesignpreis ausgezeichnet worden. Bei einer Gala mit mehr als 400 Gästen in der historischen Stadthalle Wuppertal. Gezeigt wurde die gut 15-minütige typografische Bewegtbildprojektion Dona Nobis Pacem der beiden Medienkünstler Detlef Hartung und Georg Trenz in den Kölner Friedensnächten im Herbst 2018 auf der Südfassade des Kölner Domes. In ihrem ersten Teil erinnerte sie an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und rief im zweiten Teil zum Frieden in der Welt auf. Dazu erklangen musikalische Auszüge aus einem Requiem von Luigi Cherubini und das Dona Nobis Pacem aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Näheres dazu lesen Sie auch auf domradio.de. Annette Schavan, die frühere deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl in Rom, unterstützt den Protest katholischer Frauen für mehr Einfluss innerhalb der Kirche. Sie sähe diese Aktion als eine Chance, in sehr schwieriger Zeit endlich einander ernst zu nehmen im Dialog, sagte Schavan der Zeitung Augsburger Allgemeine. Zugleich warnte die ehemalige CDU-Politikerin die katholische Kirche, sich dem Gespräch zu verschließen. In der nächsten Generation würden die Frauen nicht einmal mehr streiken, sagte Schavan, sie blieben einfach weg. Die bundesweite Aktion für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche unter dem Motto Maria 2.0 dauert noch bis morgen. Eine Woche wollten mehrere tausend Frauen keine Kirchen betreten, ihre ehrenamtlichen Ämter ruhen lassen und Gottesdienste ohne Priester bewusst im Freien feiern. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Wittmann-Mautz, hat die Prüfung eines Kopftuchverbots für Kinder an Schulen gefordert. Das kleine Mädchen Kopftuch trügen sei absurd, das sähen auch die meisten Muslime so. Alle Maßnahmen, die Mädchen davor schützten, vom Elterngespräch bis zum Verbot, sollten geprüft und angegangen werden, sagte die CDU-Politikerin der Bild-Zeitung. Das Parlament in Österreich hatte gestern ein Verbot von Kopftüchern an Grundschulen beschlossen. Den Profifußball und Kirche verbinde vieles, sagte der katholische Ruhrbischof Franz Josef Overbeck. Er ruft jedoch dazu auf, Sport nicht mit Religion zu verwechseln. Der Sinn für Solidarität und Hilfe müsse als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen werden, sagte der Sozialbischof der Deutschen Bischofskonferenz gestern in Bonn bei der Veranstaltung zum Thema Sozialer Klebstoff, die Rolle des Fußballs in Deutschland, der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik. Der Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, pflichtete Overbeck bei, wichtig sei es, als Verein auch in der Öffentlichkeit soziales Engagement zu zeigen. In dem Bereich müssten sie mehr tun, gestand der Bayern-Boss zugleich ein. Der Würzburger Bischof Franz Jung hält eine Debatte um die bisher ausgeschlossene Weihe von Frauen in der katholischen Kirche für unumgänglich. Die theologische Diskussion müsse geführt werden, sagte Jung nach dem Besuch einer Mahnwache zur Initiative Maria 2.0. Auch der Berliner Erzbischof Koch hat Verständnis für die Proteste von Frauen geäußert. Er nehme diese Frauen sehr ernst mit dem, was sie einbringen wollten, sagte Koch in einem online veröffentlichten Interview des RBB. Forderungen von Maria 2.0 sind unter anderem der Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern, eine konsequente Aufklärung der Missbrauchsfälle und eine Sexualmoral, die der Lebenswelt von Menschen angepasst sei. Der bundesweite Kirchenstreik geht von vergangenem Samstag bis morgen. Papst Franziskus sorgt sich um einen vor Monaten im Niger verschleppten italienischen Ordensmann. Er versichere die Aufmerksamkeit des Heiligen Stuhls angesichts dieser besorgniserregenden Situation, sagte das Kirchenoberhaupt im Vatikan vor Mitgliedern der Gesellschaft der Afrika-Missionen. Franziskus sagte zudem, dass er für den vermissten Mitbruder bete. Der vatikanische Pressedienst Fides hatte nach dem Bekanntwerden des Falls im November berichtet, der aus dem norditalienischen Bistum Cremona stammende Missionar sei mutmaßlich von in der Region aktiven dschihadistischen Kämpfern entführt worden. Neues aus Kirche und Religion. Auch im Internet. domradio.de